Demonstration mit unterschrieben. Fühlen sie sich jetzt so cool, dass sie direkt eine Sie sind Demonstration schon auf machen dem müssen? Schlossgelände. Ich habe noch nie so viele Leute gesehen. Mist. Ich Überhaupt hätte es nicht. Folgen Sie jetzt auch mal. Ich glaube nicht, dass Sie ahnen, wozu euer Bruder in der Lage ist. Das wird kein gutes Ende nehmen. Freiheit für Elvion! Es ist lange her, dass Logan auf mich gehört hat. Aber ich muss zu ihm. Wartet hier. Es gibt noch etwas, über das wir reden müssen. Wir können nicht einfach hier rumstehen. Mir gefällt das überhaupt nicht. Wir müssen etwas unternehmen. Die Wachen haben die Treppen verlassen. Wir sollten Walter folgen und herausfinden, was Logan vorhat. Gehen wir lieber los. Vielleicht im Kriegssaal. Dann los, bevor uns jemand sehen kann. Kann ich eigentlich schon hier irgendwas finden? Mal fällt mir gerade mal so ein. Okay. Mahlzeit, der kam von Herzen. Ja, will ich doch mal sagen, sollte ein Lied werden. Schnell, man sieht sie. Überlegt euch, was ihr da tut, Logan. Ich schütze die Interessen unseres Volkes. Fordert mich nicht heraus. Erschießt sie. Fangt mit ihren Anführern an und zielt dann, wenn nötig, auf die Menge. Das könnt ihr doch nicht machen. Sag mir nie, was ich tun soll. Walter! Er darf sie nicht alle töten. Ihr seid sein Bruder. Vielleicht hört er auf euch. Wir müssen handeln. Okay. Ja, dann gucken wir doch mal, was wir tun können. Was machst du denn hier? Der Kriegssaal ist nichts für Kinder. Geh jetzt. Ich werde nicht zulassen, dass du die Leute tötest. Nein, halt! Genug! Du stellst dich gegen mich. Vielleicht möchtest du an meiner Stelle die Entscheidungen treffen? Du willst diese Verräter verteidigen? Also schön. Zeig, was du kannst. Bringt meinen Bruder und Anhang in den Thronsaal. Soll das gegen den König kämpfen? Regeln wir die Sache offiziell. Ein offizieller Königskampf. Direkt schon gegen den König, direkt am Anfang. Das wird ja lustig. Los! Ich gehe. Ja. Was? Lasst sie! Es geht mir gut. Keine Sorge, was auch passiert, wir stehen es zusammen durch. Geht weiter! Hier kommen die Helden des Volkes. Mhm. Komm her, Bruder. Du hast mich heute maßlos enttäuscht. Mein Fleisch und Blut hat mich verraten. Und eine Spionin. Wir haben nichts getan. Die Strafe muss dem Verbrechen angemessen sein. Dann bestraft mich. Du bist kein Kind mehr, also sollte ich dich nicht so behandeln. Du wolltest die Verräter vor dem Schloss heute Morgen schützen. Schön, du sollst deine Chance bekommen. Hier stehen die Anführer des Mobs. Du entscheidest. Wer wird bestraft? Diese Fremden oder das Mädchen? Sie erwartet der Tod. Was? Nein, nicht doch! Du bist der Prinz. Entscheide. Eure Majestät, Logan, bitte! Ich verleihe dir Macht über Leben und Tod. Nein, das kann ich nicht. Dann entscheide ich für dich. Sie werden alle hingerichtet. Sag mir, was bist du gewillt zu opfern, um das Richtige zu tun? Das ist Wahnsinn. Wir können doch nicht... Nehmt mich... Lasst sie nicht sterben. Nehmt mich. Es gibt nur eine Entscheidung für euch. Wählt mich aus. Ja, jetzt muss ich... Ja, muss man sich entscheiden. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Bitte. Tja. Was kann ich sagen? Entscheidet, wer sterben muss. Ja, dann nehmen wir die Olle. Noch keine Entscheidung getroffen. Ja, würde ich mal sagen, auch den Typen. Die fleht mich an, dass ich sterben soll. Bis 5 zählen. Nehmt mich. Sie haben nichts getan. Nehmt doch mich. Ja, ist ja gut. Ich will euch nicht verlassen. Danke. Vielen Dank. Ihr habt bestimmt das Richtige getan. Vergesst nie, was er getan hat. Hatte die Frau bei dir auch gerade eine Männerstimme? Dass ich euch liebe. Ja, so. Weg mit dem Mädchen. Erledigt sie. Weil wofür braucht der Prinz eine Geliebte, wenn er nachher die Prinzessin kriegt, ne? Gut, dann vergisst du es noch nie.
Bringt meinen Bruder in seine Gemächer. Los. Das heißt, wir werden Rache gegen Logan schmieden. Gebt euch nicht die Schuld, Sir. Keiner von uns hat geahnt, wie weit sein Wahnsinn fortgeschritten war. Der Jasper ist mir irgendwie voll sympathisch, ne? Spielt von Anfang an. Ich kann nicht hierbleiben. Nein, cool. Butler könnte man gut sagen. Schloss verlassen. Dieses Königreich braucht eine Revolution. Einen neuen Anführer. Es braucht einen Helden. Schauen wir, ob ihr bereit seid. Wozu bereit? Sohn eures Vaters zu sein. Okay. Schön. Mhm. Ich packe das Nötigste zusammen. Keine Zeit. Wir nehmen nichts mit. Auch keinen Pyjama? Bloß. Wir müssen jetzt gehen. Seid unbesorgt, Sir. Ich werde nicht von eurer Seite weichen. Ich hätte im Thronsaal etwas tun müssen. Ich hätte ihn aufhalten sollen. Damit würdet ihr nur euren Tod herbeiführen. Vielleicht hätten wir früher fortgehen sollen. Oh, auf Shift. Kannst du schneller rennen. Bei Nacht sieht dieser Garten schon ziemlich unheimlich aus. Ich muss jetzt erstmal ihm hier folgen. Ich dachte, wir verlassen das Schloss. Ja. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Das ist ja cool, ist das ein Vogel? Ah ja. Ist da gerade schon was da drin? Dann rennt mal weiter, meine Freunde. Jetzt kommt der Jasper und der Walter. Sind jetzt dabei. Katakomben. Es ist Zeit, Albions letztem Helden Respekt zu zollen. Ich bin jetzt auch schon mal bei den Katakomben. Mal wiedersehe. Ihr hättet das wissen müssen. Ja, guck mal, was ist passiert? Dorfbewohner, die euch fürchten, null. Als euer Vater starb. Och, bei mir steht Familienunterhalt bezahlt. Null. Gut, da wäre jetzt cool direkt von Anfang schon mit Familienunterhalt oder sowas. Das ist eure Geschichte. Es ist euer Erbe. Die Welt musste lange ohne Helden auskommen. Aber ich hoffe, es wird bald einen geben. Okay, was passiert jetzt? Also das ist hier schon mal eine Grabkammer. Von Papa. Aha. Oha. Das ist der wertvollste Besitz eures Vaters. Das Gildensiegel. Es wählt diejenigen aus, die die Kraft in sich tragen. Ein Medaillon. Gildensiegel. Nehmt es. Dann nehmen wir das doch mal. Sollte jetzt etwas passieren? Ja, da passiert was. Oh, Siegesstraße. Wer seid ihr? Ich bin Theresa, Seherin des Turms. Ich führte euren Vater bei seinem größten Triumph. Aber ja, da bin ich jetzt auch mal. Das Siegel ist ganz allein bei eurer Berührung erwacht. Das Schicksal Albions ruht jetzt auf euren Schultern. Vor euch liegt der Weg, der euch bestimmt ist. An seinem Ende liegt das Reich, das ihr regieren werdet. Wie allen Herren stehen euch viele Prüfungen bevor. Aber allein könnt ihr diese Tore nicht passieren. Ihr braucht Anhänger und müsst die Unterstützung der Leute suchen. Vorerst habt ihr nur die Hilfe zweier Freunde. Jasper, der euch immer dienen wird. Und Sir Walter Beck, der euer Verbündeter sein wird. Gemeinsam habt ihr den ersten Schritt auf eurer Reise unternommen. Geht durch das Tor und fordert euren Preis. Die Truhe. Jetzt hätte ich erst mal gucken sollen, ne? Naja. Ah, da. Der Feuerballzauber verbrennt eure Ziele und wirft sie zurück. Ich fehle nur die Mittel, sie freizusetzen.
Der Handschuh wird die Magie in euch bündeln. Nutzt ihn bei dem Grab im Mausoleum. Und der Weg aus dem Schloss wird sich für euch öffnen. Kehrt zurück, wenn ihr genug Anhänger gesammelt habt, um das nächste Tor zu erreichen. Jetzt geht. Walter und Jasper folgen euch, wohin ihr auch geht. Und eines Tages vielleicht auch der Rest Albions. Ach so. So, ich muss jetzt praktisch Anhänger finden. Genau. Geld null. Wir sind reich. Nicht. Ich habe jetzt gerade aus Versehen rechte Maustaste gedrückt und dann hat er sich hier so einen Weg freigezaubert. Das habe ich niemals bezweifelt. Also ich natürlich auch nicht. Trotzdem. Es hat funktioniert. Entkomme durch den unterirdischen Tunnel aus dem Schloss. So, achso. Wow. Ich gucke mal. Oh, der kann aber recht schnell miteinander ballern hier. So, ich mache jetzt erstmal die Siegestraße auf. Hast du auch schon den Handschuh? Ja, ich habe auch einen Handschuh. Und Katakomben. Ah, das ist doch besser. Groß, geräumig, ausreichend Sauerstoff. Genauso wie ein Fluchtweg aus dem Schloss sein sollte. Dann. Achso, was machen wir das? Ja, dann folgen wir mal dem Weg. Was ist eigentlich genau unser Plan? Abgesehen von unserem Auszug aus dem Schloss, den ich selbstverständlich unterstütze. Nun ja, wir müssen Logan aufhalten. Warum kann ich die Kisten dann nicht kaputt machen? Das ist schon gemein. Genau. Und deshalb brauchen wir Verbündete. Viele Verbündete. Wenn ihr beweist, wer ihr seid, werden euch die Leute folgen. So, und viele werden auch kämpfen wollen. Aber sie brauchen einen Anführer. Tavuda. An den sie glauben. Albion braucht eine Revolution. Muss nachher mal, wenn du auf dem Weg bist, ein bisschen links dich halten. Da ist ein Schlüssel. Kurz bevor es da über diese Steinbrücke oder was das sein soll, geht. Über diesen Abgrund drüber. Ja, gucken wir mal. Bam! Bam! Fledermäuse! Oh! Tja, junger Held! Das ist eure Chance zu zeigen, was ihr macht. Haha! Fledermäuschen! Ach, meinst du den Schlüssel hier? Ja. Auf der linken Seite. Habt ihr es gesehen? Ja, euer Vater wäre sehr stolz, Sir. Ich bin's jedenfalls. Kommt, und auf euch bin ich auch stolz. Nie habe ich ein so elegantes Kauern gesehen. Das ist nur eine Frage der Hygiene. Fledermäuse sind ekelhaft. Der war auf jeden Fall schon mal eine kleine... Das war der erste Beweis eurer Fähigkeit. So, da bin ich jetzt. Dann können wir mal weiter. Die brabbeln ein bisschen viel, aber zumindest ist schon mal eine... Zumindest ist schon mal eine kleine Packung Humor dabei. Das ist schon mal ganz lustig. Fletzermäuse. Oh, eine Tür. Geh auf, Tür. Diese Tür kann mit Goldschlüsseln aufgeschlossen werden. Na, haben wir natürlich keine. Wir haben nur einen Silberschlüssel, oder was das war. Bam, bam. 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 Oh, was haben wir hier? Mehr Fledermäuse! Macht euch Magie bereit!